Hallo zusammen. Heute mal ein kurzes Video für zwischendurch und da würde ich euch gerne mal zeigen, wie ich meinen Honig aufwärme. Viel Spaß dabei! Hallo zusammen. Heute zeige ich euch mal, wie mein Wärmeschrank funktioniert. Und der funktioniert ohne irgendetwas umbauen zu müssen. Man kann einfach ein paar Teile bestellen und dann funktioniert es. Also mein Wärmeschrank besteht einmal aus einem einfachen Heizlüfter, den wir hier haben. Und zum Zweiten besteht es hier aus so einer Steckdose, die einen Temperaturfühler hat. Dann schauen wir uns mal an, wie das eingebaut aussieht. Also hier unten haben wir den Heizlüfter. Da haben wir dann die Steckdose, die mit einem Temperaturfühler funktioniert. Und in diese stecken wir dann den Heizlüfter ein und hängen dann an eine geeignete Position diesen Temperaturfühler. Ich habe hier noch ein kleines Teil mit dem 3D-Drucker gedruckt, dass es halt hier zu meinem Kühlschrank passt und kann es dann einfach einklipsen. Dann kann man mit einer einfachen Einstellung sagen, wie viel Temperatur man möchte und dann kann es schon losgehen. Hier im oberen Teil kann man jetzt die aktuelle Raumtemperatur sehen. Wir haben 21,3 Grad und wir möchten auf 33 Grad erhitzen. Das heißt, wenn die 33 Grad erreicht sind, dann schaltet dieses Steuergerät um und der Heizlüfter bekommt dann keinen Strom mehr. Und es geht in so einem kleinen Raum auch sehr schnell. Das heißt dann, man braucht auch keine Angst haben, dass der Heizlüfter jetzt zu lang läuft. Der schaltet sich zwischendrin immer mal wieder ein, damit die Temperatur wieder den entsprechenden Wert erreicht hat. Und dann geht er gleich wieder aus. Also man kann es ohne Probleme über Nacht laufen lassen. Ich hatte hier jetzt als letztes ca. 16,5 Kilo Honig drin. Und nach 24 Stunden habe ich dann eine Kerntemperatur mit diesen Einstellungen, sprich mit 33 Grad, von 30 Grad erreicht. Und das war auch mein Ziel und das funktioniert perfekt. Und der Vorteil ist, man muss einfach nichts machen. Man kauft die beiden Gegenstände, einen alten Kühlschrank hat immer irgendjemand zur Verfügung und das funktioniert super. Kann ich nur empfehlen. Die Links von diesen Geräten findet ihr dann natürlich in der Videobeschreibung. Ich würde jetzt einfach mal kurz einen Probelauf machen, dass man sieht, wie schnell sich das aufwärmt und das ohne Honig jetzt. So, wir haben jetzt gesehen, es geht alles recht flott und auch sehr einfach und deswegen mag ich dieses System einfach. Ich hoffe, ich konnte mit dem Video euch etwas weiterhelfen. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder in der Luft oder bei den Bienen. Bis dahin.